Hör mal, wo glaubst du, vor ein paar Tagen war ich mal wieder in Sachen Beratertätigkeit unterwegs. Ne? Ja, das spricht sich ja immer mehr rum, dass ich ein Händchen habe für Beratung. Ne? Ja, und die Tage hatte mich eine von unseren Nachbarinnen, die Vivian Sperber, zu sich mit reingenommen und ins Vertrauen gezogen. Ja, und ich musste ihr hoch und heilig versprechen, über dieses Gespräch Stillschweigen zu bewahren. Ich sag, Vivian, du kennst mich. Ich will tot umfallen, wenn ich davon weitererzähle. Ne? Ja, und zwar hatte sie mich um Rat gefragt wegen Männer. Ne? Ja, sie hätte sich jetzt aus lauter Verzweiflung bei so einer Kupplerbörse angemeldet und auch schon Interessenten angelockt. Und sie wäre sich jetzt aber total unsicher, mit wem sie sich verabreden sollte, weil sie hätte ja so viel Pech gehabt mit Männern. Ne? Ja, die Vivian, also immer Leute, die hat wirklich Pech gehabt. Ne? Ja, ihr erster Mann, der ist eines schönen Tages mit seinem besten Freund durchgebrannt. Ne? Ja, die haben dann in Spanien so einen Hundefriseursalon eröffnet. Ne? Ja, der muss wohl ganz gut laufen. Ne? Ja, ihr zweiter war Schalke-Fan und ist sehr früh verstorben. Ja, der hatte damals in der Saison, weißt du, wo die für 4 Minuten Meister waren, hatte der vor Freude einen Herzinfarkt gekriegt. Ne? Ja, für ihn ein schöner Tod, muss man sagen, aber leider umsonst, ne? Weil die waren ja nur 4 Minuten Meister. Ne? Ja, der dritte war ein ganz übler Zeitgenosse, der ist irgendwann mit ihrem ganzen Schmuck abgehauen. Ja, ich habe ihn dann mal einmal zufällig Jahre später wiedergesehen, aber also ich muss sagen, der Schmuck stand ihm nicht. Ne? Also, ja. Und danach hatte sich keine längere Beziehung mehr eingestellt gehabt für die Vivian. Ja, und dann hatte sie mir die Kandidaten gezeigt, die sie auf der Liste hat. Ne? Schön mit Foto und Beschreibung. Hör mal, und jetzt kommt der Hammer. Den ersten kannte ich direkt. Ja, klein ist die Welt. Ich sag, Vivian, lass die Finger von dem. Mit dem habe ich meine Nacht verbracht. Ne? Ja, hallo, Campingplatz in Jugoslawien damals. Ne? Hör mal, der hat so geschnarcht, da ist der Laub von den Bäumen gefallen. Ne? Ja, und dann kam so eine ganze Latte von Nieten, Schnorrern und Parasiten. Und dann kam aber einer, der hatte mein Herz im Sturm erobert mit seiner Beschreibung von ihm. Wohlhabend, spendabel, fußballbegeistert und für jeden Spaß zu haben. Ich sag, Vivian, den gucken wir uns an. Ne? Ja, dann haben wir uns verabredet in einem Restaurant meiner Wahl. Ne? Ja. Und sie hat mich dann bei dem Treffen als ihren Sohn vorgestellt. Ne? Ja, hör mal. Und er guckte mich auch direkt so ein bisschen skeptisch an. Und Leute, ich habe direkt geschaltet, ne? Die Kappe schiefgestellt und angefangen zu rappen. Ne? Ja, und dann hat er das geschluckt und mir ein Eis bestellt. Ne? Ja, und er hat sich dann wirklich als totaler Glücksgriff entpuppt. Ne? Wir haben uns den ganzen Abend blendend unterhalten. Also er und ich. Ne? Ja, er offenbarte sich nicht nur als fußballbegeistert, sondern auch als ein Anhänger von dem Verein, wo ich auch von Anhänger von bin. Ne? Hör mal. Und dann haben wir festgestellt, dass wir uns schon ewig kennen. Ne? Und zwar waren wir nämlich, wie sich rausstellte, 1982 beide bei den gleichen Pokalschlager und sogar im selben Stadion, in derselben Kurve und beide besoffen. Ne? Ja, hör mal, sowas verbindet natürlich. Irgendwann war er aber über unseren Erfahrungsaustausch doch sichtlich irritiert, weil die Vivian mich als ihren Sohn vorgestellt hatte. Ne? Ja, und dann fragte er mich, wie alt ich eigentlich wäre. Ne? Ja, und um nichts Falsches zu sagen, wollte ich die Vivian nach meinem Alter fragen. Ne? Hör mal, da stellt sie sich raus, dass die gar nicht mehr da war. Ne? Ja, Frauen, wenn du sie mal brauchst. Ja, und da musste ich den kleinen Schwindel natürlich aufdecken. Ja, da war die Vivian natürlich unten durch bei ihm. Ne? Weil er sagte, mit so einer Lügnerin, da wollte er nichts mehr zu tun haben. Ja, und dann haben wir noch bis in den Morgenstunden auf seine Kosten gezaubert. Ja, ich bin mal gespannt, wen sie Vivian sich als Nächsten ausguckt. Ne? Also Leute, Partnerbörse kann ich nur empfehlen. Ne? Bis dann mal. Ja.